Yo Leute, was geht ab und willkommen zu Galaxy Raids Folge 5 mit Alex, Servus, Phil, Yo und Daniel. Hallo! Ja. Ich gerade nicht zu Wort meldet. Gut. Die heutige Mission ist eigentlich die Venus. Alex fliegt. Ja. Wenn ihr sehen wollt, wie die erste Erkundung aussieht, dann schaut bei Alex vorbei. Hier haben wir einen Portalraum gebaut. Hier wird die Venus gleich aufgehen, dass wir auch mal rein können. Alex, Sie dürfen. Ich darf einsteigen. Ich guck mal kurz. Treibstoff ist perfekt. Jetzt müsste ich Leertaste drücken. Nein, Spaß. Nein. Setz schon rein. So, du darfst. Darf ich Leertaste klicken? Ja, du darfst. Wir haben uns noch ein bisschen Rüstung gemacht. Wir haben jetzt eine Dash-Rüstung, wo Easy Creeper aushält. You don't have a Barracute, Steve. You have what? Kein Barracute, also so ein Fallschirm. Kein Fallschirm? Ne. Ja, komm her. Er wäre fast ohne Fallschirm losgeflogen. Bitteschön. Wie mache ich denn dann richtig? Achso, einfach schon ausrüsten. Ja. Okay, nachher nicht kommt's. Hier ist unsere Flagge. Keine Ahnung, was das sein soll. Schreibt's in die Kommentare. Ich weiß es. Absolut. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben mit unserer neuen Wundermaschine, dem Roboter, haben wir Diamanten gefunden. Das heißt auch Diamantohre. Wir bauen jetzt hier hinten Diamanten fleißig an. Das geht stark vorwärts. Jo. Wir sind jetzt momentan das führende Team. Geht nach Punkten, nach einem Punktesystem pro Block, was geclaimt wird auf einem anderen Planeten, kriegt man bestimmte Punktezahl. Ich weiß auch nicht, wie er sich das vorstellt, der Admin. Alex, du darfst. Mit dir sperrt er. Jetzt kommt der Kuh. Wir winken. Wir winken schon, lol. Nice. Tschüss, Alex. Tschüss, winke. Tschüss. Tschüss. Jetzt so richtig Absturz, gell? Ich finde hier gar nichts, oder? Ah, okay. Yo, hui! Tschüss! Und Vergüsser! Einer weniger, jetzt müsste das Ding explodieren in der Luft. Alter, das zu steuern ist gar nicht so einfach. Gut, wir haben Haustiere. Wir haben hier einmal Phil und einmal Daniel. Schleimlinge. Hier ist Lolli. Jo! Steve, was muss ich jetzt im Planetensystem machen? Du musst die Venus suchen. Den habe ich gefunden gerade, ja. Genau, dann gehst du oben auf Starten. Oben rechts steht Starten. Launch? Ich was starten? Starten. Warum sag ich in dem Wasser? Ja, Launch passt. Und jetzt? Also den Fallschirm. Genau, dann landest du. Achso, weil ich oberhalb stehe. Steve, wie viel schlägt ihr Schaden? Ist das normal? Du lierst Schaden? Ja. Nee. Hey, was? Nein, wir brauchen Thermorüstung 2. Wie verlierst du Schaden, Steve? Nein! Bau die Rakete schnell wieder. Ach nein, du kommst nicht mehr zurück. Bau das Portal schnell auf. Ja, mach ich schnell. Wir können Goldapfel geben. Genau, Goldapfel-Portal schnell aufbauen. Wir brauchen Thermorüstung 2 gegen Wärme oder sowas. Ja, irgend sowas. Sorry, Alter, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Gut, dass ich Gaps mit hab. Gut, dass ich Gaps crafted hab. Steve, wo steht Venus? Steve? Bei Privat. Da steht nichts. Nee, da steht nichts. Steht nichts? Ja. Weil du der Owner bist von dem Portal. Ja, wie kann ich das umstellen? Keine Ahnung. Alex, überlegen. Geh mal auf Public oder so. Ja, öffentlich. Das ist alles nur Daniel sein Mist. Steve, die machen nicht mehr so lange mit. Ja, ich kann doch auch nichts dafür. Geht's jetzt da? Nein, es geht nicht! Na prima. RIP, rest in peace. Steve, was soll ich machen? Sterben. Ja, du kannst nichts machen. Das kann aber von hier aus das Portal, glaube ich, dann aktivieren. Nein, es geht nicht. Ich kann, weil das andere hat er gebaut. Da kann ich nicht drauf zugreifen. Ich kann auf privat gehen, kann wenn er das wieder abbaut, wenn du es abbaust, ihn gibt's und er das anbaut. Ja genau, soll ich ihn jetzt hochschmeißen oder was? Er kommt ja nicht wieder hierher. Wie soll denn der wieder herkommen? Er hat keinen Treibstoff dabei. Oh, Alex, hast du noch Treibstoff in der Rakete? Wie kann sie aufbauen? Soll ich sie mal aufbauen?
Du musst die Blöcke hinstellen, 9x9, und ja, musst die Rakete draufstellen. Warte, ich claim das einmal kurz, gell, damit das keiner nimmt. Ja, ja, du hast definitiv keinen Treibstoff drinnen. Wie sehe ich denn, dass Treibstoff drinnen ist? Setz dich rein und drückst F. F. 0%. Steve, ich stirb, gell? Sorry, gaps essen oder sterben? Ich weiß, Alec, ich weiß es nicht, bis wir jetzt eine Rakete, Leute, zusammenkommen, Rakete nachbauen, dass ich hochfliege, oder? Ja, dann geht das lange auf, oder? Genau. Na, dann kommt er wieder ins Tod. Boah, ich bin mit zwei Herzen offline gegangen. Muss ich aber du wärst dann in seiner Nähe, das ist das halt. Ja, ich muss jetzt, wir müssen Wärme craften und Stufe 2. Als ob er es brutal nicht aktivieren hat können. Ja, warum machen wir das eigentlich nicht kurz? Was? Die Portale auf öffentlich. Geht das dann? Ja, ich glaub schon. Der Public, das heißt ja jeder. Hast du noch ein Dings, Alex? Was denn? Ich habe jetzt Venus reingenommen. Ja, warte, ich komm wieder. Ja, du hast zwei Herzliches drauf, bist tot. Nee, hier ist ein Gap. Du hast das Portal aufgebaut, ja? Ja, Alex hat das Portal dort stehen. Ich hab's auf öffentlich gemacht. Hast du es denn auf Public? Vielleicht können wir es denn aktivieren. Ich hab's auf öffentlich, ja. Ich meine aber Alex. Nein, ja, es geht. Ja! Komm raus! Yo! Nice! Ja, geil! Und Alex, du kommst aber nicht raus, weil du keinen Strom angeschlossen hast. Wie bitte? Du musst Strom anschließen am Portal. Ich bin schon draußen. Echt? Ich stehe neben dir. Ja, der ist immer unsichtbar für den Moment. Alter, Jungs! Aber hier gibt's Wärmeregulierungshelm und den ganzen Jung. Scheiß. Steve, schau mal wieder kurz rein. Ja, wir müssen Wärmeregulierung machen. Steve, soll ich die Rakete mitnehmen, sicherheitshalber? Nein. Ne? Warum willst du die Rakete mitnehmen, wenn du stirbst da drinnen? Ich bin gerade drinnen. Okay. Ja, damit die Rakete nicht auf der Venus steht. Ja, genau, die kannst du mitnehmen. Soll ich es mitnehmen? Ja, ja, ja. Ich komm auch mal rein, ich will auch mal gucken, ich will auch Schaden kriegen. Ja, halt hier zwei. Brauchen wir Tier 2, ja? Oh, hier gibt's Lava, nice. Hey, der Fallschirm ist kaputt. Kommen? Wärme. Ne, es gibt auch, also Tier 2 ist gegen, aber nicht gegen Wärme, sondern gegen immun gegen infiziertes Gas. Nein, du musst Wärmeschutz eingeben. Ja, ich habe jetzt Thermal. Dann kriegst du, nein, nicht Thermal. Wärmeschutz ist wieder separat. Ja. Hallo Steve, was machst du? Ja, bei mir heißt Thermal auch Thermalrüstung. Steve, warum bist du so weit oben? Aber das gibt nochmal eine extra Wärmerüstung. Von welchem Mod? Es ist Galactic Craft Amun Ra. Also Brass Galactic Craft Mod. Haben wir noch Farbe? Ja, wir haben noch Farbe. Ja. Alex, haben wir noch Farbe? Creeper, lol. Thermoregulation Boot, sowas man. Jo. Zum Glück kommen jetzt die Rakete mit Sprit. Wolle haben wir ja noch, gell? Wolle haben wir. Aber auch nicht mehr so viel. Dann noch 28 Wolle, wo ist denn die ganze Wolle hin? Hat jemand Wolle von euch einstecken? Nee, ich hab nur eine, aber mehr nicht. Lol, das heißt jetzt wieder, wir müssen Wolle farmen. Da, die Rakete steht wieder, Steve. Wolle farmen. Irgendwo da unten haben wir doch Wolle. Wo? Ja, irgendwo ist Wolle. Da, ja. 38. Aber nicht im Wollefach gewesen. So, Laura, er kann noch ein bisschen. Nein, Wolle in der sonstigen Kiste ist es drin. Wer schmeißt das bitte? Wie macht man aus Baumwolle Wolle? Drei in einer Reihe. In einer Reihe? Dann kriegt man Strings und dann vier. Bewusst. Ja, mein Inventar ist voll. Hör doch mal auf, ein Mist hinzuwerfen. Mein Inventar, hey Steve, ich kann einen Digital Miner mal aufstellen. Ja, mein Inventar ist trotzdem voll. Und alle werfen mir Sachen her. Venus. Der braucht Strom, ne? Craft uns mal so ein Wärmeding. Also auf die Schnelle. Eine Rüstung, dann kann Alex mal hochgehen.
Dim. War eine gemütliche, sagen wir mal, ein gemütlicher Auftritt, Alex. Ja, gemütlicher. Steve, der findet nichts anderes, Digital Miner. Nicht? Nö. Weiß halt nicht, was es dort gibt, keine Ahnung. Klar. Der baut in dem Bereich da ab. Und aber was ist denn das für Boden? Ist das Sand? Venus. Surface. Danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werden wir die Venus erkunden mit unserem upgegradeten Superanzug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.